Remote Bondage. Ihr habt keine Ausrede, euch den Namen nicht zu merken. Und wir sind wie unsere Musik, wie unsere Texte, a bisschen rough. Deshalb gibt's jetzt eine kleine Inhaltswarnung, dass es alle von euch einmal gehört haben. Ja, in unseren Texten geht's nämlich um Gesellschaftskritik, Religionskritik, Sexismuskritik. Leider halt dann auch um Sexismus. Es geht aber dafür auch ganz viel um Sex. Und es geht auch ganz viel um Konsum. Kritisch betrachten. So machen wir's. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß.
schön. Der nächste Song ist für jemand ganz Besonderes. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Der nächste Song ist für Daddy. Dankeschön. Ja, unser nächster Song geht über das Thema Catcalling. Für alle, die nicht wissen, was das ist sexuelle Belästigung in Form von Hinterherrufen, Hinterherpfeifen. Und das finden wir richtig scheiße. Und deswegen laden wir euch ein, beim nächsten Song mit uns gemeinsam laut zu sein, die ganze Wut wegzutanzen, aber vor allem Mut mitsingbar zu machen. Dreimal schwarzer Kater, du kriegst mich nicht rum, ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und wieder ruft die Katze an, weil sie sonst nichts an kann. Wieder ruft die Katze an, weil sie sonst nichts kann. Schwarz an, ran. Ich geh nicht ran. Alle Lippen, alle Tippen, hast du kippen? Du bist ein Hengst, sondern ein Gaul.
Leute, ihr seid jetzt nämlich die, ich glaube, erst fünften oder sechsten Auserwählten, die mit uns jetzt einen unfassbaren Tanz zusammen tanzen dürfen. Weil wir sind ja eine kleine Band und so und wir müssen natürlich unbedingt auf TikTok viral gehen. Und was braucht man da dafür? Genau, eine Choreo. Die haben wir jetzt. Wir machen die einmal vor und ihr tanzt schon mal so ein bisschen mit. Also. Habt ihr schon angefangen? Ja, ja. Ihr habt aufgepasst. Okay, gut. Also, wir singen den Chorus. Mach mal. Der geht so. One, two, three. Wir hatten fast. 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 Sex on the beach. Okay, die mit Tanzerfahrung haben direkt mitgemacht. Jetzt nochmal für alle. Wir fangen die Richtung an. Eins, zwei. Wir hatten fast, aha, fast, fast, Sex on the beach. Wir hatten fast, 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 Sex on the beach. Geil, passt auf eure Nebenmenschen auf, übertretet keine Grenzen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit Fast Sex on the Beach. Yeah.
dich an der Hand im Sonnenuntergang. Hatten wir fast Sex on the Beach. Wir hatten fast ihr seht toll aus. Deswegen ist es so geil, dass sie mitmacht, wirklich. Es ist warm. Wir machen es einfach noch heißer alles. Wir sind aufgewärmt auch jetzt auf jeden Fall. Danke fürs Mitmachen. So, bevor wir eine kleine Traumreise machen, erzähle ich noch ganz kurz was über uns und dass wir Merch haben und dass man uns so unterstützen kann. Und wir das brauchen, weil wir sind eine Newcomer-In-Band und die haben es schwer. Ja, wir haben nicht mehr so viel Merch, weil die letzten Tage das echt Menschen weggegrabt haben, aber wir haben schon neu bestellt und ein bisschen ist noch was da, also kommt gern vorbei. Wir haben Postkarten zum Verschenken, Feuerzeuge zum Verschenken, beides auch zum Behalten und noch ganz viele andere Späße und wir freuen uns. Hast du gerade zum Verschenken gesagt? Ja, zum Verschenken an wen anders? Sorry fürs Missverständnis, Leute. Ich meine, als Geschenk von euch an wen? Danke. Aber jetzt machen wir eine kleine Reise. Es ist warm, es ist Sommer. Und da muss man sich auch einfach mal entspannen, oder? Jens hat gebucht, denn Jens hat genug. 5 Sterne plus und First Class Flug. Dort geht's ihm gut. Cocktails, Frauen, Ebbe, Flut, er hat eine Luftmatratze und eine Cappy auf der Glatze. Das ist Jens auf Hawaii. Dabei ist er allein. Jens auf Hawaii. Er bucht Sitze für 2 für die Beinfreiheit. Einmal im Jahr, er ist wieder da. Sip Mai Tai, sitzt an der Bar. Dort ist es warm. Sommer, Sonne, Sand am Marsch. Die Birkenstocks sind leicht abgerockt. Das ist Jens auf Hawaii. Dabei Jens auf Hawaii. Er bucht Sitze für 2 für die Beinfreiheit. Und es gibt immer Buffet. Und er hat immer einem Tee. Eines Abends an der Bar denkt er, ist das schon gewesen. Nächstes Jahr wieder Hawaii oder doch einfach nur Schweden. Nein. Es ist ja Jens auf Hawaii. Für die Beinfreiheit auf Hawaii.
Buchsitze für zwei, für die Beine frei. Seine leere Flasche am Strand stehen gelassen. Schon wieder. Schon wieder. Naja, gut. wir sind jetzt auch wieder gelandet auf dem Boden der Tatsachen, so schön, wie man sagt. Wir sind Remote Bondage. Wir haben Social Media, TikTok, Instagram, da sind wir überall vertreten. Und ich sag mal so, Menschen haben eine sehr große Meinung zu dem, was wir da machen. Wir haben zu kurze Haare auf dem Kopf, Menschen sagen, wir sind hässlich. Wir haben zu lange Haare irgendwo anders, Menschen sagen, wir sind hässlich. Wir tanzen, Menschen sagen, wir sind hässlich. Wir singen, Menschen sagen, wir sind hässlich. Wir sind witzig, Menschen sagen, wir sind hässlich. Und dann haben wir uns mal die Menschen angeguckt, die das so schreiben und haben uns nur gedacht, wir waren noch nie so gerne hässlich. Rote Karte. Dieser fiesen Keks, der meint, dass er deine Alte checkt. 1-0, krasser Pass, nur zum Spiegel, Tinder Smash, deine Quote, Tits or Ass, heißer Body, Mass Index. Kreisliga, Fußballspiel, kick kein Schuss getroffen. Eigentlich scheißegal, heute wird gesoffen. Hey. Philosophieren über Frauen, was sie heute alles tragen. Die Beine nicht rasiert und das mit den kurzen Haaren. Ist nicht wirklich fickbar und man darf ja nichts mehr sagen. Einfach nicht so geil, wenn sie mich fragen. Ich war noch nie so gerne hässlich. So gerne hässlich. Damit du mich nicht, damit du mich nicht, damit du mich nicht, damit du mich nicht, nicht belästigst. Du kommst so absturz, so wie gestern aus. Gefühle aus. Philosophieren über Frauen, was sie heute haben. Am Jovine, Jetzt sind nicht rasiert und das mit dem Armen feiern. Ist nicht wirklich fickbar und man darf ja nichts mehr sagen. Einfach nicht so geil, wenn sie mich fragen. Ich war noch schön. Wir machen knackig weiter. Genau. Der nächste Song ist über die Vulva, weil viel zu wenig über die fucking Vulva gesprochen wird, Leute. Richtig Bock, gleich wird es passen. Du wirst mich
Bullshit. Den wir jemals geschrieben haben und den wollen wir natürlich mit euch zusammen singen. Aber bevor wir das tun, wenn ihr das cool findet, was wir so machen, gehen wir tatsächlich im Oktober auf unsere erste Headliner-Tour. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr da vorbeikommt. Ne? Wir spielen in allerlei Städten. Wir spielen zum Beispiel in der Nähe von hier in Leipzig und in Hamburg, dann so Oldenburg, Bielefeld, Frankfurt am Main, München, Nürnberg. Aber wir haben auch noch ein Jahresabschlusskonzert in Berlin. Findet ihr alles online. Kauft über uns und nicht über Eventim, dann findet ihr nicht alle Städte. Das ist ein bisschen komisch. Aber ja, wir waren Remote Bondage und wir singen jetzt nochmal mit euch. Ah genau, wir machen es eben einmal ganz kurz vor. Genau, wir wollen es ja noch einsingen für den Rest des Tages. Genau. Ne? Ronny. Ronny. Und immer wenn die liebe Hanna Ronny macht, dann macht ihr das einfach mit. Wir üben das jetzt mal. Ronny. Toll. Das ist engelsgleich. Gleich beim Song will ich das lauter hören, aber wir machen das zusammen, keine Sorge. Okay, let's go, ne? Ronny, du bist mein Ego-Drink. Oh, Ronny, wenn ich deine Pisse trink. Oh, Ronny, du gibst mir alles. Oh, Ronny, du wärst so rauchig, alles. Oh, Ronny, wenn ich
fand du ehrlich gesagt sehr weird. Ihr geht natürlich nicht ins Bett.